sehr brutal und gefährlich. Eine technisch so schwierige Abfahrt gibt es sonst nirgends. Julian, was gibt es denn hier beim Hahnenkamm beim neuen Video? Nehme ich heute einen Idiotentest. Sehr viele Leute haben sich gewünscht, in Kitzbühel am Hahnenkamm beim Streifrennen hier 2019 im Jänner ein Rennen. Und das machen wir jetzt heute. Wir machen hier einen Idiotentest mit ein paar Sprachen lernen, Bubble. Fangen wir so ein paar Leute hier und da kommt ein Flieger. Da ist ja, schau mal. Ja, Leute, das ist die Streif. Hahnenkamm 2019, sorry. Viel Spaß mit dem Idiotentest. Ey, Kids, würde ich meine Streif wünschen. Und ciao. Schulradio oder was? Ja, so ähnlich, YouTube. Okay, okay. YouTube? Ja. Hey, ich bin keine Name, ne? Wie viel Likes? Monologue. 2000 Abonnenten. In einer Minute. Bruh. Ja. Ja, wie man will. Ja, das kommt noch, ne? Ja, ja. Die erste Frage ist, welcher Sportler hält die beste Zeit im Slalom seit 30 Jahren? Bernd Voigt. Hey, Moritz, Zelda oder Bianca Heinecke? Bernd Voigt. Den gibt's nicht. Was? Der ist nicht zur Auswahl. Was ist die Auswahl? Jetzt ist aus, ich kann nicht mehr. Hey Moritz, Zelda oder Bianca Heinecke? Bernd Voigt. Egal. Ja, nächste. Achso, dann fangen wir an mit der ersten Frage. Nämlich, welcher Sportler hält die beste Zeit im Slalom seit 30 Jahren? A. Hey Moritz, B. Zelda oder C. Marcel Hirscher? Dann ist es Zelda. Ja. Zelda, richtig. Liebe Freunde der Gesellschaft, wir sind hier im Interview mit Nora. Nora. Laura. Laura und Tobi. Tobi. Ganz neu getroffen, gerade eben. Läuft bei dir. Und dann fangen wir auch schon mit der ersten Frage an. Sportler hält die beste Zeit im Slalom seit 30 Jahren. A. 5 Minuten später. B. Ja. Zelda, gell? Richtig. Was kannst du? Ja, B. B ist definitiv. B. Alle für Zelda. Richtig sogar. Weil die Online sind eher so Trollolol. Ja. Ich möchte die Christina Kohler und die Julia Hofer grüßen. Auch in Kummerti. Wen willst du grüßen? Und uns fahren lassen, die 4C. Ja, die 4C. Beste Klasse ever. Vitus. Grüße gehen raus an Vitus. Grüße. Ja, dann sehen wir jetzt auf jeden Fall den. Ja, das Wetter ist perfekt. Die Atmosphäre ist ein Traum. Ich bin jetzt die neue Moderatorin. Jetzt soll er Melix, bester Kanal ever. Abonniert Melix! Bitte mir abonnieren. Ja, hey Moritz? Genau. Zelda? Ja. Hey Moritz? Sie auch? Ja. 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 Gut, da ist es eingeloggt. Ist der Zelda wär's gewesen. Ja. Das war schön. Oh, jetzt kommt zu mir. Bauliga zu gewinnen. Moritz, Zelda oder Bianca Heinecke? An Heinecke. Heinecke? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Welcher Sport? Boah, ist schwierig. Moritz. Der Moritz? Nein, das war das Zelda gewesen. Das ist Zelda, ja. Ja. Ja, mei. Ja. Ich kann nicht alles wissen. Ja, aber das ist schon ein berühmter YouTuber, also 20.000 Abonnenten so. Ja, so, klar. Ja. Genau. In Österreich gibt es ungefähr 400.000 Arbeitslose. Wie viele davon haben ungefähr keinen Job? So ungefähr, das kann man nicht wissen. 400.000, oder? Richtig. Gut, haben davon keinen Job, schätzt mal. Vielleicht wie viele Arbeitslose? Ja, vielleicht alle. Haben keinen Job oder vielleicht alle? 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 400.000, ja. Alle Österreich. Also, richtig. 400.000. Österreicher. Ist cool, Sie zu wissen, ist eher so politische Frage. Sie können auch gerne mal schätzen. Ich würde sagen 400.000. Richtig. Gut, ja. Dann, wer hat die beste Zeit gestern im Super-G gemacht? Keiner weiß es nicht erstmal. Okay. Gestern war kein Super-G. Jetzt hat das gefühlt schwach. Keine Super-G. Dann. Cordula. Ja, genau. Cordula. 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 Ich hab dich.
Ich hab dich Kokosnussgrün. Du bist nur schwer zu verstehen. Wer hat die beste Zeit im Super-G gemacht gestern? Bärpolz. Super-G war heute, mein Freund. Gestern. Cringe. Wenn du vor 6 Jahren geboren wärst, wie alt bist du? 47. Na, wenn du vor 6 Jahren geboren wärst, wärst du 6 Jahre alt. Wenn du vor 6 Jahren geboren wärst, wie alt bist du? Gordola Green! Nee, wie alt? 6, Junge, 6! 6, hast du 6? Safe! 5 Minuten später! Wenn du vor 6 Jahren geboren wärst, wie alt bist du dann jetzt? 14 ist er. 14. Du bist, wenn du vor 6 Jahren geboren worden bist. Ja! Los! So, Freunde, wir sind heute am Hannekamm, Streif, Aufschau-Party, wie man da sieht, in Kitzbühel, ja, oder bei uns so Kitzbüchel. Ja, wir sind raus, Freunde, habe die Ehre. In Frau Meyers Bungalow ist alles pink. Das Dach ist pink, der Hund ist pink, einfach alles. Welche Farbe hat die Treppe? Pink. Im Bungalow? Pink. Der Bungalow hat keine Treppe. Pink. Ja, der hat keine Treppe. Ja, kommt er schon an. Also ein Ort, ein kleiner oder ein Stillort. Ja. Das hat, hat man überall. Wenn eine Frau klein ist zum Beispiel, dass man zum Regal aufgeklimpert oder ja. Was. Ja, dann haben sie wieder recht, da haben wir jetzt einen Fehler gemacht, ja. Ich bin der Nikolaus von Film- und Medien- und Musikproduzent aus Kitzbüchel und der Welt. Ja. Darf man das dann auch reinnehmen ins Video? Sicher. Okay. Gut, nächste Frage. Ist das Hannekamm-Rennen nächstes Jahr in Ischgl oder in Söll? Ischgl. Ischgl eingeloggt. Ja. Das ist leider falsch. Das wäre sehr gut. Ist das Hannekamm-Rennen nächstes Jahr? Oder muss los? Dann, ist das Hannekamm-Rennen nächstes Jahr in Ischgl oder in Söll? In Söll. 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 Ja, Söll. Okay. Same. Ist das Hannekamm-Rennen nächstes Jahr in Ischgl oder in Söll? Bärpfalz. Ischgl oder Söll? Bärpfalz. Söll definitiv. Söll, ja, definitiv. Söll passt mir besser. Ja. Oh mein Gott! Wow! Oh mein Gott! Boop. Hallo? Ja, hallo, hier ist der Alex und das ist vom Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Streif 2019. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist mein Video. Lasst eine Bewertung. Und wer noch nicht abonniert hat, auf jeden Fall abonnieren, denn ich sehe immer, es hat fast keiner abonniert. Die, was meine Videos schauen, also abonnieren und liken und... Ciao! betonvitoproductions.com Danke! Television.